Hallo, ja, und herzlich willkommen zum mittlerweile vierten Part von Minecraft Singleplayer. Heute wird so eine kleine Farm-Folge. Ich fange schon an, hier den Bau zu fällen. Es gibt hier genug Bäume, und zwar will ich so die Dorfbewohner mehr oder weniger, ich sag mal, einsperren. Hier im Dorf, dass es auch geschützt wird halt vor Zombies und so. Kann die Kuh hier durch? Ich hoffe mal nicht. Ja, Hühner, Schafe, alles gut. Da versuchen wir halt auch zu farmen. Es gibt ja da Berge, Eisen oder so. Genau, hier ist nochmal ein Traustand. Ja, ich melde mich wieder, wenn es irgendwas Ansehnliches gibt. So, ich melde mich wieder. Hier, ne? Ich habe das alles umzäunt, Fackeln aufgestellt. Ich sollte das mal markieren, wo ich Tore hingesetzt habe. Da ist ein Tor. Und zwar werden wir jetzt diese Höhlen hier erkunden. Auf der Suche nach Eisen natürlich. Ja, das soll ich vielleicht nicht essen. Habe ich noch irgendwas gebratenes? Äpfel nehme ich mal. Zum Mampfen. Hier war eine Höhle. Habe ich. Na, ich sollte mir vielleicht erstmal nochmal Steinspitzhacken machen. Dann habe ich noch Sticks. Ah, es fehlt mir ein Stein. Fickt euch doch. Dann nehme ich einfach mal hier. So. Also, ich erkunde die Höhle. Wenn etwas passiert, melde ich mich wieder. Okay, bis gleich. Leck. So, hallo, ich habe jetzt Eisen Einschutz, Eisen Harnisch, Eisen Schwert. Ich töte jetzt mal die Tiere mit meinem Steinschwert. Dann nochmal das Schaf, wenn ich nehme. Genau, ich habe das auch gefunden, dass auch die zwei Höhlen dort am Höhleneingang eine Höhle ist. Also, dass die zwei Höhleneingang eine Höhle ist. Sind halt zwei Eingänge. Ich finde auch cool, dass die zwei Kirchen sind. So, dann kommst du noch mal. Ich töte halt die Tiere hier auf der Wiese und nicht die in meinem Dorf, weil mir das so schade ist irgendwie. Sehr schön. Ich sollte hier mal markieren, weil man das ja wo Tor ist, aber um es einfach zu machen, wollte ich mir das markieren. Ich gehe jetzt gleich pennen und dann gehen wir auf meine nächste Sache. Ich rüste mich dann noch ein bisschen besser auf, brate die ganzen Sachen und dann gehen wir auf Monsterjagd. Monster. So, hallo, willkommen zur Monsterjagd in der Nacht. Wir haben hier schon unsere ersten Kollegen, die greifen sich selber an. Das ist natürlich ein enormer Vorteil für uns. Ja, ich habe die Fackel weggemacht. Das war vielleicht auch nicht das Schlauste, was man hätte tun können. Ist ja noch irgendwas. Hier sind schon mehrere Creeper, jetzt wird aber langsam wieder Tag, oder ist es nur wegen den Fackeln? Ah, da schon austänzeln. Nach rechts, nach links. Los, reinpushen. Ah, es ist Tag. Ja gut, doch den Zombie hier immer nicht durchspammen, ist glaube ich schlauer. Wenn man sich das mal so hier anschaut, kurzer Leck. Ja, ne, jetzt ist leider wieder Tag, ne? Ne, ich melde mich wieder, wenn es irgendetwas zu berichten gibt. So, hallo, ich melde mich wieder. Und zwar wundert ihr euch, warum hat er so viele Sticks? Warum hat der hier so viele Sticks? Ich kann euch sagen, warum ich so viele Sticks habe. Denn zwar gibt es hier einen Typ, einen Pfeilmacher. Er ist hoffentlich hier drinnen. Nein, ist er nicht. Wo ist er denn? Der Pfeilmacher.
soll traden mit ihm. Ich suche ihn mal. Das da. Ist er hier dabei? Nee, Geistlicher. Auch ein Geistlicher, ja. Und ein Bauer und ein Farmer. Er hier. Ah, auch ein Bauer. Na gut, ich suche ihn mal. Ich melde mich, wenn ich ihn gefunden habe. Ich habe unseren guten Kollegen hier gefunden. Und zwar kann ich jetzt hier, dann kriege ich einen Smaragd. Dann kriege ich noch einen Smaragd. Dann mache ich das da rein. Kriege ich nochmal Smaragd. Dafür kriege ich keinen Smaragd. Hier kriege ich nochmal einen Smaragd. Das steigt da gleich auf. Super. Jetzt nochmal Smaragd, nochmal Smaragd. Nee, das reicht leider nicht. Und wir haben hier noch was. Smaragd, Smaragd. Dann können wir die Smaragde hier rein tun. Darauf klicken, ja. Und kriegen ganz viele Pfeile. Jetzt haben wir ein Stack Pfeile, ein Stack und 14 Pfeile. Jetzt brauchen wir noch irgendwo einen Bogen, aber das sollte, wenn wir genug Spinnen töten, dann kein Problem sein. Aber das soll es auch für heute gewesen sein. War jetzt nicht so viel Action dabei. Ja. Nö. Ciao, ciao. Bis morgen wieder.